Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Brutti Funke, mehr als nur ein Ort. Ich war mal wieder an der Mosel unterwegs und die St. Martinszeit steht vor der Tür und ich war in der Bäckerei Dören in Brutti Funke und habe da mit dem Roland Martinsbrezel gebacken. Muss aber dazu sagen, ich bin davon ausgegangen, dass St. Martin ganz normal sein wird am 10. oder 11. November, aber ich bin schlauer geworden. Der St. Martinsumzug in Brutti Funke ist erst, bitte vormerken, am 18. November. Aber nichtsdestotrotz, die Gag und Martinsbrezel an der Mosel gibt es jetzt trotzdem schon. Und wie sie hergestellt werden und wie sie schmecken, das seht ihr nun in den nächsten knapp 6-7 Minuten. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Beitrag auf YouTube Daumen hoch geben würdet. Oder aber auch unten rechts für die neuen Zuschauer einfach den Kanal abonniert. Geht dann auf die Glocke und ihr werdet automatisch darüber informiert, wenn ein neuer Film von mir online ist. So, nun genug geredet. Ich wünsche euch viel Spaß, eine schöne Martinszeit und wir sehen uns am 11.11. mit der nächsten Sendung wieder, wenn es dann wieder heißt Brutti Funke, mehr als nur ein Ort. Und da gibt es ein kleines Special. Bis dann. Ciao. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Brutti Funke, mehr als nur ein Ort. Heute bin ich mal in der Bäckerei Dören und in anderthalb Wochen ist es schon soweit, es ist die Martinszeit. Und deswegen werden wir heute zusammen mit dem Roland, guten Morgen erstmal Roland, hallo. Guten Morgen. Martinsbrezel für euch backen, denn diese sind an der ganzen Mosel weit verbreitet und gerade hier in Brutti Funke passt das natürlich wunderbar zur Folge. Roland, wie viel Brezel backt ihr so in einer Saison ab? Das ja, so 1500, so machen wir Durchschnitt. Aber ihr habt nicht nur Brezel, sondern auch andere Leckereien hier, wie Brot, Brötchen, Teilchen, Kuchen? Teilchen, Kuchen, ja, Nussecken und so was, ja. Spezielles halt. Und er sagte mir eben schon im Vorgespräch, er ist seit 47 Jahren hier in der Bäckerei in Amt und Würden und geht jetzt dieses Jahr leider in Rente. Aber ich denke mal, viele von ihm werden ihn auch kennen. So, aber wie die Brezel jetzt gemacht werden, das zeigen wir euch und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Also hier haben wir jetzt Hefeteig vorbereitet, das ist ein Bruch. Das sind immer 30 Stück, also 30 Brezel. Die müssen wir jetzt durch den Maschinenlauflass für einzelne strengen. Müssen wir uns zweimal machen. Entspannen kann und dann können wir ihn aufmachen. Also der Teig hat sich jetzt ein bisschen entspannt und ich kann jetzt als Brezel formen. Haben wir hier die Brezel schon auf Backfisch ausgerollt und die gehen jetzt in den Gärraum für eine gute halbe Stunde und dann können wir sie abwarten. So, die Brezeln sind jetzt reif. Hier oben steht jetzt auf 8 Programm ist das und dann bei 260 Grad wird er abgebacken. Braucht so etwa so 9, 10 Minuten. Thank you.
gekühlt. Die tun wir jetzt mit Butter abstreichen und dann rein Zucker. Jetzt können wir neue Brezeln probieren. Super. Greif zu und reich die auch ein Stück und dann guten Appetit. Guten Appetit. Ich muss sagen, 1A kann man nur weiterempfehlen, wenn Sie Lust auf einen lecker Martinsbrezel haben. Hier bei der Bäckerei Böhren in Brotig-Frankel gibt es die leckeren Martinsbrezel. Ich zeige es dir auch nochmal in die Kamera rein. Zu erwerben. Ansonsten, wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, einfach mal einen Daumen oben da lassen. Den Kanal für die neuen Zuschauer unten rechts können Sie abonnieren. Und Sie werden dann über weitere Filme informiert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge, die allerdings erst Samstag in einer Woche kommt. Dem Datum angemessen. Zu einer weiteren Folge, wenn es wieder heißt Brotig-Frankel, mehr als nur ein Ort. Bis dann. Ciao. Ciao.